Tourette, Gewitter im Kopf, meine Freunde. Und vielleicht ziehe ich mir das morgen mal rein, okay? Let's go, der Hase. Wenn wir einen Diss-Track an Revi machen, müssen wir einfach sein Gesicht als Thumbnail nehmen. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns Gewitter im Kopf einfach doch nicht reinziehen. Vielleicht sollten wir einfach direkt GTA spielen. Vielleicht wäre das die bessere Idee. Sein Gesicht disst ihn schon selber. Ja. Ich wollte gerade den Pegel da hinten wieder ein bisschen runter machen. Awesome. Warum den Pegel runter machen? Ich will den Pegel oben haben. Weil Gisela immer so viel rumschreit. Ich will den Pegel oben haben. Ja, du meinst wahrscheinlich Alkohol, Bro. Ja. Geh damit du nicht ausrast. ASMR 101, riss nicht das Mikrofon. Das ist vom Tobi. Tobi, Ascation, dein Mikrofon wird an der Stelle gerade missbraucht. Danke, Tobi, dass du uns deinen Windschutz geliehen hast. Das ist sehr nett von dir. Sorry. Ein Windschutz. Es ist kein Popschutz, es ist ein Windschutz. Ich dachte immer, es gibt keinen, der noch loster ist als ich. Hier haben wir Tim. Ja, ich kann gleich einmal mit Sakrotan drüber sprühen, wenn du willst. Corona-Schutz ist da. Boah. Leute, nimm nicht den Popschutz in den Mund rein. Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Freunde. Wir werden heute mal eine... Ich leg jetzt den Popschutz ab. Ja, stimmt jetzt gar nicht. Ich leg ihn ab. Wir werden heute mal eine ASMR-Challenge machen. Das heißt, wir haben hier dieses Mikro... Oh, Intro kannst du doch. Ja, manchmal. Oh. Was wir immer zum Stream toll benutzen. Stark, die Person, stark, die gerade dran ist, wird das Mikro quasi vor sich stehen haben, wird versuchen, ein Geräusch damit zu erzeugen. Und die andere Person wird diese Kopfhörer an den Ohren haben, die an das Mikro angeschlossen sind. Ja. Und wird versuchen zu raten, was da gerade Geräusche macht. Maximum innovativ. Top. Also wirklich top. Okay, also das könnte eine lustige Challenge werden. Ich glaube, ich werde danach Tinnitus haben. aber und Hepatitis, weil ich mache nachher noch andere Sachen mit dir. Freut euch auf den Diss-Track, Jungs. Der wird wirklich gut. Auf jeden Fall bekommt die andere Person die Augen verbunden. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber das werden wir ja dann sehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Video. Und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Challenge haltet. Wir sind gerade beide blau. Machst du das dann eigentlich Homeworkout? Ja, 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 doch, doch. Einer von uns fährt sogar noch Auto. Das stimmt überhaupt nicht. Und das Schlimme ist, ich bin derjenige. Du hast keinen Führerschein, lass das. Ja. Bürger von Schnitzer Straße, sperrt eure Kinder ein. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video. Ich hab so eine Krawatte. Kriegst du also so eine. Oh, Junge, Alter, Top-Notch-Joke wirklich. Dafür klappt in den Chat. Ich hab quasi schon das erste Objekt in der Hand, Freunde. Ich werde jetzt damit mal Geräusche erzeugen. Ach, warte, warte, ich muss ja noch die Kopfhörer reinmachen, ne? Oh, das war gar nicht so schlau, was ich gemacht habe. Warum? Egal. Bin ich doch. Warum bist du... Was ist denn? Ja, was hat er gemacht? Was ist denn? Warte. Schlägst du gerade auf den Tisch? Ist das ein Keks? Genau, genau so klingt ein Keks, ja. Nein. Ist das eine Salzschlange? Liebesperlen? Mhm. Ja, ja, die habe ich immer dabei. Ja! Hallo, ich bin blind. Hast du gar keine Idee? Es ist Toastbrot. Nein. Das hat sich irgendwie ekelhaft an. Es war ein Ei. Ein Ei? Nein, ja, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich hab... Nein, bitte nicht. Nein, Jan. Ist das Ei? Ist es? Es war Ostern. Nein. Ist das Ei? Komm schon, Mund auf. Du lass mich. Mund auf, Junge. Mund auf, schönes doch Maul aufmachen. Ich will auch Spaß haben. Er sieht einfach aus wie Digga Rambo auf Crystal Meth, Alter, ganz wild. Er soll es essen. Ich will aber nicht. Ich weiß das, deswegen will ich doch, dass du es isst. Tim hat keine Rolli, ne, ne. Kauen. Jetzt bin ich hilflos, Gisela ausgeliefert. Das gefällt mir. Ich mag diese Situation. Ich mag sie. Gisela wird dir jetzt einfach nur da reinschreien, oder? Gisela wird dir jetzt einfach nur da reinschreien und den armen Jungen komplett taub machen. Das ist doch, also das ist wirklich die dümmste Videoidee, die du hättest haben können, Tim. Hast du gerade an der Karte? Nicht mal gemerkt. Aua. Ja, genieß die befriedigende Situation. Selbst das hier sieht er nicht. Was machst du? Oh, ja, Junge, nein, 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 nein. Wieso verbindest du ihm denn die... Ach, Digga, mach nicht. Nee, ja. Was machst du? Okay, ich fange jetzt an. Ich hol jetzt mein Ding raus. Ich hätte ja vorher haut jetzt einfach seinen Pimmel auf, Digga. Rambo auf mich bestellt, Jan kommt. Moment. Das ist immer noch YouTube, ne? Also ich hole jetzt das Objekt raus. Okay. Okay. Er meint seinen Schwanz. Okay. Ein Schlüssel?
Nee. So ein Ring, wo man Schlüssel dran machen kann? Nee. Ja! Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist richtig geil. Echt? Soll ich dich damit peitschen? Ja. Ach, das ist was zum Peitschen? Also es ist nicht dazu gedacht, aber wir Theorie. Als ob Gisela nicht spoilert, was es ist. Gisela wird doch gleich eh sagen, es ist eine Uhr, oder? Ethisch. Ich kann es auch als Schlagring verwenden. Ich habe irgendwie Angst. Ist auch ein Zeiger dran. Ach, eine Uhr? Ja, genau. Ist auch ein Zeiger dran. An welchen Objekten ist sonst noch ein Zeiger? Erklär... Bruder! Sag doch direkt, es ist eine Uhr. Oh. Ach, das stimmt. Boah, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Du bist ja auch dumm wie Scheiße. Du kannst auch nicht die Uhr lesen. Weißt du, kannst es ist? Nicht. Du kannst nicht die Uhr lesen. Nur ich kann die Kunst der Uhren. Wie hat er das... Am Geigerzähler an einem Tacho. Ihr beide, raus aus dem Chat. Ganz schnell, raus. Eingemundet. Bist du bereit? Ja. Nein, stopp! Stopp! Okay, was denn? Stopp! Ich bin bereit. Okay. Nein, noch nicht! Was? Okay. Noch nicht! Okay, was? Hitler! Ja. Boah, da wirst du im Leben nicht drauf kommen. Wenn du da drauf kommst, bist du echt mega. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, und? Du Kackermaus! Sind das Gummihandschuhe? Als ob du das so schnell erraten hast! Bro, das ist einer der most recognizable Sounds, die es gibt, Alter. Jeder kennt dieses Geräusch von Gummihandschuhen. Spätestens, wenn man mal eine lange Zeit als Messdiener gearbeitet hat. Was habe ich gerade gesagt? Jedenfalls kennt man diesen Sound. Also Digga, wenn man mal im Krankenhaus oder sowas war, besser als der Messdiener-Vergleich, dann weiß man eigentlich, was es damit auf sich hat. Absolut dumme Wahl. Wirklich dumm. Ich habe tatsächlich vor, auch welche zu verwenden. Jungs, wie kann man euch noch helfen? Sagt's mir. Ja, ich bin eben geil. Ich mache einfach mal Geräusche damit. Ja. Hä? Das macht mir Freude. Ja, das glaube ich dir. Kann das hier reinstecken? Ich muss aber jetzt zugeben, ich verstehe langsam, warum Leute dieses ASMR so angenehm finden. Ich find's. Bro, es ist doch kein bisschen angenehm. Du hast da doch jemand, der Tourette hat und dich die ganze Zeit anschreit. Wo ist das denn angenehm für dich, Alter? Was talkst du denn da, Junge? Was ist denn mit dir? Auch angenehm, wenn du nichts gehört für die Ohren. Oh, nicht so! Genau das meine ich. Genau das meine ich, Bro. Ach, das ist angenehm. Oh, das ist schön angenehm. Gib mir mal einen Tipp, wo man das findet vielleicht. Findest das in Geschäften? Speziell in Geschäften brauchst du das schon mal. Geil! Eine Tetanusimpfung, Malaria-Medikamente, Wechselgeld. Drei, zack. Ach, das ist so ein Adapter für die Steckdose. Ja, genau. Boah, ey, da wäre ich... Das war aber jetzt... warte mal, da müssen wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Auslandsreisen brauchst du das schon mal. Geil! Ein Dreizack. Ach, das... Ah, da wurde wohl vorgesagt. Wir gucken mal ganz kurz auf Jans Reaktion. Das ist so ein Adapter für die Steckdose. Ja, genau. Ja, genau. Crazy, dass du das erraten hast. So nicht, Jungs, so nicht. Boah, ey, da wäre ich ja am Leben nicht drauf gekommen. Achso, jetzt wollte ich mir das schon wieder umbinden. Du Hässlon, ich wünsche, du tust das. Mein nächster Gegenstand kommt. Gibt's irgendwas, was du in deinem Leben schon mal richtig gemacht hast, Tim? Lisa, danke für dein Sub. Wenn so ein Ei in die Pfanne brät und dann da so ein Luftdruck drunter. Genau das ist es. Genau das ist der Sound. Ketchup, Mayonnaise. Nee. Ist das Duschgel? Ja. Hast du gerochen? Nee. Du bist so gut da drin, ne? Hä? Den Sound kennt man. Ich bin halt auch schlauer als du. Okay, ja, das stimmt wirklich. Hallo! Hi. Hä, was hast du denn jetzt rausgeholt? Eine Puppe oder was? Noch gar nichts. Los. Machst du schon was? Ja. Ein Sever. Nein. Flittenpapier? Nein. Hallo! Das wird sicherlich helfen, den Gegenstand zu erraten. Ja, mhm. Ja, Ebola-Alarm! Ebola! Boah, Entschuldigung. Kannst du es auch in Apotheken bekommen? Ein Kondom? Ja, für deine rote. Für deine rote Kachel brauchst du das. Ganz, ganz dringend. Dringend. Erzähl mal, was war da mit der roten? Was war denn da? Ich hab's nicht mitbekommen. Kannst du noch mal ganz kurz aufklären, Tim? Das ist so wie, als würde Gisela so die Stimme aus dem Kopf von einem sein. Ja. Jetzt weiß ich langsam, wie du dich fühlst. Story of my life. Oh, Mundschutz? Genau. Boah. Wenn du mich siehst, sag einfach Maschallah die Hübsche. Einfach okay. Die Hübsche. Jonas! Ich bin eine Terroristin. Ha. Wenn der Tim eine Ausländerin aufreißt, fragt er zuerst, sind deine Eltern Terroristen? Du siehst nämlich aus wie eine Bombe. Killer. Anmachspruch. Sind das eigentlich nur Corona-Gegenstände? Wir hatten jetzt einen Mundschutz, Gummihandschuhe und Pasta. Jetzt gleich kommt noch Klopapier und Desinfektionsmittel. Da haben wir alles durch. Ist da eine Packung Mehl? Fußnägel. Salzstangen? Fußnägel, ganz klar Fußnägel. Warte, ich rate mit. Kackmaus!
Fußnägel. Sind es Fußnägel oder Hühnchenknochen? Fußnägel. Du hast doch auch die Ohrenstöpsel an, oder? Das hast du davon, wenn du ihm nicht sagst, was da drin ist. Wenn wir drauf gehen, dann gehen wir gemeinsam drauf. Hat er sich gerade selber angeschrien? Hallo! Aber... Digga, ist das... Nein. Jetzt greife ich zu anderen Methoden. Jetzt, nein, das ist aber nicht regelkonform. Ha, das ist wirklich nicht... Ich hab die Regeln soeben geändert. Guck, ist das. Nicht... wehren. Kann man das wirklich essen? Ja. Achso, das sind Nudeln. Ja! Hey! Schmeckt's? Nein! Natürlich nicht. Irgendwas, wo sowas dran ist, was man so ein bisschen hin und her flitschen kann. Ja. Ist es ein Spielzeug? Ja, für mich ist das ein großartiges Spielzeug. Ja, ja. Soll ich dir das demonstrieren? Ich sehe es ja nicht. Willst du es hören? Willst du es hören? Ja. Willst du es fühlen? Nee, ich will es hören. Du willst es fühlen. Ja, doch, du willst es fühlen. Ich hab irgendwie... Ey, Jungs! Mann, Tim, warum so ein Video? Das ist so fashion. Feels amazing, man. Das zählt nicht, du hast einen Tipp bekommen. Wenn man will und man ganz abgebrüht ist, könnte man das essen. Ja, das wäre dann dein. Aber ich esse schon den Popschutz. Tobi, du wirst deinen Popschutz nie wiedersehen. Alufolie. Das ist ein Blech. Blech-Heroin. Blech-Crack. Das höre ich doch. Das höre ich doch. Das ist doch ein Blech. Ist das ein Blech? Ich beiß nochmal rein. Oh fuck, bin ich dumm. Moment. Wir machen kurz Raten, Leute. Ich beiß jetzt in das Schokobon rein und ihr schreibt, was es ist, okay? Ich beiß kurz in das Schokobon rein und ihr schreibt in den Chat, was es ist. Achtung. Okay, was ist es? Koks, es war richtig. Es war Koks. Allerdings. Schokolade. Ja, das kann man auf jeden Fall schälen lassen. Moment, es ist ein Osterhase, der in Alufolie eingepackt war. Mhm. Mischel. Mhm. Ja, das schmeckt dem Tim. Ja. Das schmeckt dem Tim. Ja. Ha, das ist gut für die Figur. Der Kopf ist ab. Oh mein Gott. Ja, sei froh, dass es nicht deiner war. Mach deinen dreckigen Mund auf. Wenn ich weiter drücke, dann bricht dein Unterarm. Also lass locker. Alter, er hat's angekündigt. Er hat's angekündigt. Du wolltest es! Okay, wir machen nochmal weiter. Nudeln! Soll ich in deine Nase machen? Warum? Warum immer mit Lebensmitteln, Jungs? Tim, du musst doch langsam gelernt haben. Mach doch irgendwas anderes, wo er dich nicht verletzen kann. Ich habe jetzt mein schwierigstes Objekt. Mhm. Oh, ein Sextoy. Ist das ein Weißkeil? Ja. Echt? Ja, dass du ausgerechnet das als erstes errätst. Also das ist ein Beißkeil, das ist kein Radiergummi, kein Türstopper, weil das haben andere Leute schon häufig gedacht. Und ich kann es dem Tim auch in den stecken. Ich. Ein Beißkeil? Was ist ein Beißkeil? Ist das für Jan oder wie? Bin schon groß und vier, komm doch und stick mit mir. Weiß nicht, ob das der richtige Songdeck ist. Eine Gemüsereibe? Genau. Das ist irgendeine Flüssigkeit. Denke wegen der Epilepsie. Ja, macht Sinn. Ist das eine Spraydose? Nein. Ist keine Sahne-Spraydose. Ist keine Spraydose. Du hast es verstanden, Tim. Hast du gerade den Popschutz vollgesprüht? Tobi, schmeiß das Ding einfach weg. Schmeiß es weg. Ja, es ist eine Sahne-Spraydose. Nein! Das hat mir Freude bereitet. Welch ein Spaß. Welch ein großer Spaß. Das war das Kiefer-Tüpfelchen. Der arme Tobi, Alter, wirklich, der arme Tobi. Tim, was kannst du? Nicht mal Rache kannst du. Also, jetzt geht's los. Okay. Wasser. Nee. Aus dem Corona-Land. Sojasauce, oder? Das ist eine Soße. It's Mitch, Selisa, Subhunter, Felix Subhunter, danke schön für die Sub. Nein. Was ist das? Süße saure Soße hört doch so an, nicht, bleh, Alter, das ist doch lost, Junge, das müsstest du doch verstehen. Also du sagst jetzt die richtige Antwort, sonst fütter ich dich mit Sahne.
Das geht nicht gut aus. Das geht gar nicht gut aus. Sie befindet sich in meiner Gewalt. Du hast jetzt noch zwei Anläufe. Was ist das? Das ist eine asiatische Soße, die man auch auf Sushi machen kann. So. Schnell! So. Warum habe ich jetzt noch eine Zeit? Schneller! Soja? Ja! Boah, da habe ich aber nochmal Glück. Du bist nie außer Gefahr. Das mag doch das Leckermäulchen. Junge, 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 dieser arme Kerl, Elysia, danke schön für den Zapf. Klatschst du jetzt? Hä? Oh! Weil ich eine neurologische Krankheit habe, du. Beste Erklärung. Er hat recht. Potzer. Eine einzige. Regenschirm? Ja. Ich habe ein Regenschirm im Haus geöffnet, das hier gibt Unglück. Unglück! Ist das so ein Ding, dass man einen Regenschirm nicht im Haus öffnen darf? Ist das so ein Ding? So eine Faustregel, Alter? Darf man einen Regenschirm nicht in Häusern öffnen? Was ist, wenn man einen Regenschirm in einem Hintern von jemandem öffnet? Ja, alles klar, da bin ich raus. Ich mache Regenschirme ständig in Häusern aus. Das würde erklären, warum mein Liebesleben so super läuft. Ist das der Abzieher aus der Dusche? Nee. Also es besteht praktisch aus zwei Teilen, kann man sagen. Aus einem Jesus und einem Kreuz. Ist kein Haushaltsgerät oder wird nicht als Gebrauchsgegenstand in einem Haushalt verwendet. Klar, bei einem Exorzismus wird natürlich ein Kreuz als Gebrauchsgegenstand verwendet. Was soll das? Hä? Hast du etwa die alte Kalaschnikow gefunden? Das ist nämlich ein Haushaltsgerät. Wo hätte ich die finden können? Besteht aus zwei Teilen, die jeweils einen unterschiedlichen... Ha, Waffe und Magazin, du hast die Kalaschnikow entdeckt. Waffe? Ach so, das ist der Kruzifix. Und Magazin. Ah, ich wusste, ich habe zu viel gezeigt. Ja, ist richtig. Ich wusste, es war zu viel. Also bei manchen Leuten ist es ja ein Haushaltsgegenstand. Stop. Ich mache damit Rituale, wenn man es richtig rum hinstellt. Dieser Running Gag von Gisela mit dem Satanismus. Ab wann hört es auf, ein Spaß zu sein? Ist für mich die Frage. Richtig rum. Was heißt denn richtig rum? Ah, Dings, das ist Totem of Undying. Richtig rum bedeutet richtig rum. Ey, au! Oh, ich brauch das. Ich würde sagen, das war's dann auch. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben Freude. Uns jetzt erst. Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn das jetzt. Ja! Wenn das jetzt auch schafft. Egal, ich sag's nicht. Ich bin krank im Kopf. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst uns gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Ding in die Kommentare. Wir würden uns sehr über eure Meinung freuen. Und ja, schreibt uns gerne Macarena. Aua. Ja, schreibt uns gerne Hey Macarena in die Kommentare. Ihr habt's gehört, Leute. Schreibt ihm gerne mal Hey Macarena in die Kommentare. Er wollt's unbedingt. Ob wir sowas häufiger machen sollen, so in die Richtung ASMR. Oder ob wir vielleicht auch nochmal das Format mit dem Geschichten erzählen machen sollen. Wir hoffen auf jeden Fall. Wir sprechen also 84, jetzt mit dem Dankeschön. Teufel. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Dreimal die 6. Dreimal die 6. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. I just can't let you go. Ja, war mal Video. Gut gemacht, Jungs. Sehr schön.